Hallo zusammen und seid mir herzlich willkommen zu einem ganz neuen Testvideo, wo wir uns mal die 4-Bro-Produkte anschauen. Energy Drink, Eistee und würzige Snacks bzw. Bubblegum Snacks. Könnte kurios werden und hoffentlich auch lecker. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, erstmal super, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich wirklich sehr. Denkt dran, wenn euch das Video gefällt, supportet mich, indem ihr dem Kanal ein Abo gibt und mir natürlich auch einen Daumen nach oben. Danke, aber das könnt ihr am Ende des Videos entscheiden. Es geht hier um jetzt erstmal 4-Bro Snacks. Ihr erinnert euch vielleicht, zumindest die Zuschauer, die diesen Kanal hier schon länger verfolgen, ich habe auch schon mal den 4-Bro Eistee Bubblegum getestet, den hat die gute Helga mir damals zugeschickt. Danke nochmal an dich. Und da war ich ja ziemlich begeistert von. Und seitdem habe ich euch ja, glaube ich, auch in dem Video gesagt, ich wollte die anderen Sachen auch mal testen. Ich sehe sie jetzt immer wieder in Supermärkten, dachte mir, komm, Alter, hol dir mal die Sachen und teste sie. Und da sind sie. Es gibt 4-Bro Eistees. Vier verschiedene, ich habe jetzt mal zwei hier. Es gibt Energies, auch zwei verschiedene. Und von den würzigen Snacks gibt es, meine ich, auch vier. Ich habe zwei hier, zumindest die Sorten, die mich am meisten interessieren. Eistee Mango, findet man auch nicht immer. Eistee Bubblegum war der Obershit. Wir gucken es uns aber nochmal zusammen an. Klassischen Energy Drink, dann gab es, glaube ich, noch einen mit Minze, wenn ich mich recht erinnere. Dann die 4-Bro Sucuk Snacks, beziehungsweise die Bro G-Balls. Und der Blumentopf hier hinter war als Ständer für die Packungen und Bubblegum Snacks. Ob das lecker wird? Ich bin sehr gespannt. Mal zu den Preisen als Info. Die gibt es übrigens auch als große Litergetränke. Hier die kleinen 500 Milliliter, 1,09 Euro. Der Energy Drink, 1,09 Euro. Die Bro G-Balls, 1,29 Euro. Also faire Preise, kann man überhaupt nicht meckern. Die Firma kommt lustigerweise mehr oder weniger auch um Ecke. Ich komme aus Lünen, ich komme aus Dortmund, von da ist es quasi die Nachbarstadt. Und ich bin auf die hier ganz besonders gespannt, die Sucuk Balls. Das erinnert mich dann irgendwie immer an Baguetteria D'Angelo von der Brückstraße, wer kennt sie. Da gibt es das schöne Sucuk Baguette, wobei ich am liebsten das Uvo Baguette nehme. Es gibt bestimmt auch Leute, die gehen zu Marais. Wehe. D'Angelo ist die einzig gute Baguetteria in der Dortmunder Brückstraße. Aber gut, ist Geschmackssache. Und vor allem, wie das hier schmeckt, da bin ich auch sehr gespannt. Wir gucken uns die Sachen mal kurz nochmal im Detail an und dann wird probiert. Kommen wir vielleicht als erstes nochmal zu dem Bubblegum-Eistee. Man kann hier wohl auch so Punkte sammeln, nur wie ich das lese, funktioniert die App nicht so ganz geil, beziehungsweise diese Codes nicht. Vielleicht müssen sie da was fixen, ich weiß es nicht. Ein Erfrischungsgetränk mit Weißtee-Extrakt und Bubblegum-Geschmack. Ja, quasi klassischer Eistee eigentlich. Ich finde die Packung ganz cool. Das ist so richtig schön kitschig, übertrieben, irgendwie albern, verspielt. Ich finde es lustig. Ja, das hat irgendwie was. Da kannst du dir Punkte einsammeln für ein Nageldesign-Studio und so. Also die wollen wohl so ein kleineres wie Imperium ausbauen, wo man dann halt wirklich durch den Kauf der Produkte auch Vorteile hat beim Einkaufen. Kann ich nichts zu sagen, habe ich nicht ausprobiert. Wie gesagt, ich glaube, da müssen sie noch ein bisschen Feintuning machen. 500 Milliliter sind drin und hier die Sorte Mango. Was haben wir hier drin? Haben wir hier auch richtiges Mango drin? Genau, richtige Mango-Mark, 0,15%. Das ist natürlich das Wenigste. Hauptsächlich wird Aroma wahrscheinlich irgendwo drin sein. Genau hier, Schwarztee ist auch drin. Zucker, 28 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Also durchschnittliche Eistee-Werte, sage ich jetzt mal, kommen von dem Zucker, der drin ist. Hier haben wir 35 Kilokalorien. Ich hole mal eben ein Glas und dann können wir die erstmal durchprobieren, würde ich sagen. Ich fange jetzt mal mit Mango an hier. Den hatte ich nämlich noch nicht. Riecht schon mal krass. Auf jeden Fall gut Aroma drin. Ja, sieht aus wie Eistee. Lecker. Er hat hauptsächlich so einen Eistee-Geschmack. Mango eher so ein bisschen im Hintergrund. Aber schmeckt mir. Ist schön eisgekühlt. Was ich ganz besonders praktisch finde, ist, dass man das einfach wieder zumachen kann. Ja. Ist gut. Vor allem mit dieser feinen Mangonote im Hintergrund gefällt mir das nicht zu krass. Aber ist wirklich gut. Ich glaube, es wird aber nicht so geil sein wie Bubblegum. Den habe ich nämlich noch gut in Erinnerung. Das war der Obershit, sage ich euch. Den müsst ihr unbedingt mal probieren. So richtig künstlich und keine Ahnung. Absolut, ja, sieht auch so ein bisschen aus wie Bubblegum. Könnt ihr es einmal sehen. Das riecht so pervers wie diese, ups, ja, auch wie diese rosanen Kaugummis. Kennt ihr die noch, wo früher auch so Aufkleber mit drin waren? Genauso riecht das. Das schmeckt so geil. Das schmeckt original wie dieser Kaugummi. Ich liebe diesen Eistee. Er ist göttlich. Also,
Der schmeckt lecker, ist aber so gesehen nichts Besonderes. Das Ding hier ist der Oberknaller. Ich finde ihn richtig geil. Richtig künstlich und original wie Bubblegum. Voll cool. So, jetzt noch ein bisschen Energy. Habe ja den ganzen Tag gearbeitet. Brauche ich jetzt ein bisschen Koffein. Energy ist jetzt nicht so ein Zero-Getränk, wie es heutzutage ganz oft gibt, sondern ja, richtig noch mit Zucker. Koffein 32 Milligramm ist ja die Höchstgrenze. Zucker ist drin, Kohlendioxid, Aromen. Schmeckt wahrscheinlich einfach wie so ein klassischer Energy-Drink. Und ja, zischen wir mal eine Runde. Riecht wie ein Energy-Drink, hat so ein bisschen diesen typischen Red Bull-Geruch. Das viele assoziieren das mit Bubblegum. Ist lecker. Ist gut. Lecker. Ist jetzt auch, ich hätte es jetzt geiler gefunden, wenn sie auch einen Bubblegum-Energy-Drink ehrlich gesagt gemacht hätten. Haben sie jetzt in dem Fall nicht. Bisschen schade. Aber dafür gibt es ja Bubblegum Broji Balls. Da bin ich jetzt mal wirklich sehr, sehr gespannt. Shisha Bar Gaming, Trikot Sponsoring für den Verein und, und. Maisnack, wo steht es jetzt hier auf Deutsch? Maisnack mit Kaugummi-Geschmack. Hier unten könnt ihr euch den, verrückt, könnt ihr euch die Nährwerte anschauen. Ist halt ein normaler Snack. Ich finde den Preis, wie gesagt, ziemlich fair. Ist jetzt auch nicht so viel drin, 75 Gramm, ja. Aber ich sage mal, man müsste oft erwarten, dass so Marken, die so auch neu sind oder einen auch auf eine Community, ich sage jetzt mal, setzen und die auch auf Instagram, TikTok groß verbreitet sind, dass sie gleich ihren Markennamen oder ihr Image durch hohe Preise pushen. Ich finde es hier mit den 1,29 fair. Natürlich sind Discounter Chips und sowas deutlich billiger, keine Frage, aber es ist jetzt nicht so übertrieben, wie man vielleicht hätte erwarten können. So sehen sie aus. Bubblegum Broji Balls. Scheiße, man, die haben sogar so einen leichten rosanen Schimmer, seht ihr das? Alter, die riechen auch wie Bubblegum, das ist ja krank. Wie? Ach nee. Oh, wisst ihr, wie die schmecken? Boah, Kindheitserinnerung. Die schmecken wie diese Puffreis, diese kleinen Puffreis. Genauso schmecken die, wie wenn man davon mehrere in den Mund steckt. Haben tatsächlich einen Kaugummi-Geschmack. Die sind jetzt nicht würzig, sondern schmecken, sind aber auch nicht so süß. Nur so ein bisschen süß. Zutat Mais, Rapsöl, Zucker. Genau, Salz auch ein bisschen, aber nicht viel, 0,1 Gramm. Sondern hauptsächlich auch Zucker. Die schmecken eben wie diese bunten Puffreistüten. Absolut verrückt. Kann man machen. Ich finde, ein bisschen süßer wäre geil gewesen, aber sonst richtig cool. Bubblegum Iced Tea und Bubblegum Broji Balls. Läuft. So, jetzt gucken wir mal Sucuk. Die geilste Wurst überhaupt. Schön mit Ei gebraten. Mit Rührei. Hier jetzt kein Zucker, wie ihr seht, sondern Gewürze, Aromen, Salz, getrockneter Knoblauch, Hallöchen, hydrolysiertes Rapsprotein und so weiter und so weiter. Ja, das ist hier, steht jetzt gar nicht von hydrolysiertes Rapsprotein nicht. Aromen von Geschmacksverstärker steht interessanterweise gar nichts hier drauf. Finde ich interessant. Hätte man jetzt erwartet, dass sie ist. Mais mit türkischem Wurstgeschmack. Ich bin sehr gespannt. Riecht aber richtig krank. Richtig intensiv, würde ich sagen. Boah, richtig heftiger Knoblauchgeschmack. Super lecker. Sehr intensiv gewürzt. Hauptsächlich, wie gesagt, Knoblauch. Ich finde, Wurst, Geschmack ist eher so im Hintergrund. Ich meine, Sucuk, klar, ist eine Knoblauchwurst, von daher ist es mit dem Knoblauch geil. Ich will aber letztlich nur sagen, der Knoblauchgeschmack kommt am meisten durch. Und so Wurst ist eher so weniger vorhanden, sondern eher so was Würziges, vielleicht wie auch bei dieser Wurst dabei ist. Ja, das war der Test. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie noch andere verrückte Sorten früher oder später rausbringen. Es gibt noch irgendwas mit Salsa und so, aber ich finde Sucuk und Bubblegum, das sind so, ups,
Das sind so die beiden Sorten, die da am interessantesten sind. Den Bubblegum Eistee, ich sag euch, das Ding müsst ihr probieren, vor allem wenn ihr diese Kaugummis von früher mögt. Super geil. Energy Drink kostet 1,10 €, wie normaler Energy Drink, kann man nicht meckern, ist aber für mich geschmacklich jetzt auch nichts Besonderes. Der Mango Eistee ist mal was anderes, weil Mango gibt es nicht so oft. Finde ich alles gut, schöne Sachen, und jetzt seid ihr gefragt, was habt ihr davon schon mal probiert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video liked und auch gerne dem Kanal ein Abo da lasst. Schaut mal vorbei, es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Und ja, übrigens auch die Frage der Frage, alle Dortmunder, wo geht ihr eure Baguettes essen? Schreibt es mir in die Kommentare. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.